Sturm Kieran hat die Toskana getroffen. In der nordöstlichen toskanischen Stadt Prato kam eine Person ums Leben, als der Sturm auf Norditalien traf. Er fegte mit starkem Wind und heftigem Regen durch Nordwesteuropa, zwang zur Schließung von Schulen, Flughäfen, Bahn- und Fährverbindungen und forderte insgesamt 7 Menschenleben. Kieran wurde von einem starken Jetstream angetrieben, der vom Atlantik heranzog und heftige Regenfälle und starke Winde auslöste. Die führten in Nordirland und Großbritannien zu schweren Überschwemmungen. In Frankreich waren 1,2 Millionen Haushalte zwischenzeitlich ohne Strom und Hunderttausende vom Mobilfunknetz abgeschnitten.